Der Verfassungsgerichtshof ist also eine österreichische Besonderheit. Mittlerweile trifft er rund 5000 Entscheidungen jährlich, das meiste davon Asylanträge. Nur zum Vergleich, der amerikanische Supreme Court entscheidet etwa 80 Fälle jährlich. Immer öfter wird das Verfassungsgericht aber auch zu einer Art Nebengesetzgeber bei Themen, vor denen sich die Politik irgendwie drücken will, während er in anderen Fragen gar nicht entscheiden darf. Johannes Schwitzer-Fürnsinn berichtet. Die österreichische Verfassung findet sich an vielen Orten, anders als in Deutschland, wo nur im Grundgesetz Verfassungsrecht steht. In Österreich ist das nicht so. Wir haben zwar eine Stammurkunde, das BVG, das eben seinen 100. Geburtstag heuer feiert, aber es darf in Österreich auch außerhalb dieses BVG Verfassungsgesetze geben und sogar in einfachen Bundesgesetzen Verfassungsbestimmungen. Das hat zur Folge, dass die Verfassung zersplittert ist, also sich quasi über die ganze Rechtsordnung verteilt. Die Politik hat das weitlich ausgenutzt. Für große politische Mehrheiten war die Verfassung leicht zu ändern. Wenn wir uns an die Zeiten der Großen Koalition erinnern, dann wurde natürlich die Verfassung hier politisch genutzt, um Inhalte, auf die man sich situativ verständigt hat, für alle Zeit hin einmal festzuschreiben. Ich sehe das an sich nicht als ein großes Übel. Es ist halt die Art und Weise, wie in Österreich Politik gemacht wurde. Zum Beispiel die Schule. Im Jahr 1962 hatten die damaligen Koalitionspartner SPÖ und ÖVP einen Kompromiss zu einem neuen Schulwesen erstritten, der per Verfassungsgesetz abgesichert wurde, also wieder nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern gewesen wäre. Es ist der Wille der Regierungsparteien. Ich gestehe gerne, dass meine Partei darauf besonderen Wert gelegt hat, es künftigen Regierungen nicht allzu leicht zu machen, im Wege der einfachen Gesetzgebung an der Systematik und am Gehalt des Schulgesetzwerkes herum zu experimentieren. Vieles, was auf diese Art und Weise zum Verfassungsgesetz erhoben wurde, bleibt über Jahrzehnte, je nachdem, wie man es sieht, geschützt oder einzementiert. Die Zweidrittelmehrheit für Schulgesetze fällt erst 2005. Auch die Taxifahrer konnten eine Zeit lang über ihren Berufsstand in der Verfassung nachlesen. Ursprünglich war es als einfaches Gesetz geregelt, dass bevor jemand eine Taxikonzession bekommt, geprüft wird, ob zusätzliche Taxis überhaupt gebraucht werden. Dem Verfassungsgerichtshof missfiel die Regel, weil sie das Erwerbsleben einschränkt. Er hob das Gesetz auf. Der Nationalrat beschloss eine ähnliche Regel einstimmig per Verfassungsgesetz. So gelangten die Taxifahrer in die Verfassung. Richtig zur Geltung kam die Regel aber nie, wegen anhaltenden Widerstands der Verfassungsrichter, und war nach ein paar Jahren Geschichte. Ein Sieg für den Gerichtshof, aber es war ein beliebtes Spiel der Politik, Gesetze in den Verfassungsrang zu erheben, um so zu verhindern, dass der Verfassungsgerichtshof die Regelung aufhebt. Es gab in der Zweiten Republik nur eine große Auseinandersetzung, da ging es ums Habsburger Gesetz, die wirklich materiell inhaltlich das politische Gefüge getroffen hat. Alles andere war mehr oder weniger ein Geplänkel über Verschiedenes. Da hat weder der Verfassungsgerichtshof die Politik wirklich brüskiert, noch hat die Politik den Verfassungsgerichtshof brüskiert, mit Ausnahme von Jörg Haider, der damals persönlich gegen Adamowitsch vorgegangen ist. Der Konflikt entzündete sich an der Frage, auf welchen Ortstafeln in Kärnten nicht nur der deutsche, sondern auch der slowenische Name stehen sollte. Der Verfassungsgerichtshof fällte eine Entscheidung. Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider warf dem damaligen Verfassungsgerichtshofpräsidenten Adamowitsch daraufhin unwürdiges Verhalten vor und setzte sich mit allen Mitteln zur Wehr. Dann gab es eine Serie von Aktionen, die den Gerichtshof geradezu verhöhnt haben. So hat man das empfunden. Weil Verordnungen erlassen worden sind, es war das Ortstafelverrücken. Eine Ortstafel ist eine Verordnung, vor einer anderen Stelle sozusagen wieder eingeschlagen worden ist, aber dieselbe Verordnung. Da kann der VfGH nur so reagieren, dass er das eben wieder aufhebt. Dann kamen Ortstafeln, wo Deutsch groß war und Slowenisch ganz klein. Auch das hat der VfGH aufgehoben. Gelöst wurde dieser Konflikt letztlich politisch und als Verfassungsgesetz beschlossen. Der VfGH kann Gesetze aufheben, aber nicht neue Gesetze schaffen, wobei manchmal die Grenzen ein wenig verschwimmen. Indem er gleichheitswidrige Bestimmungen aufgehoben hat, macht er 2017 den Weg frei für die Ehe für alle.
dass der Verfassungsgerichtshof in solchen Fällen quasi zum Nebengesetzgeber wird, glaubt die Verfassungsjuristin nicht. Das ist eine Entscheidung, die schon spektakulär war. Das ist eine Entscheidung, die auch umstritten ist. Dass der VfGH hier politisch agiert hat, glaube ich nicht, jedenfalls nicht in einem trivialen Sinn. Der VfGH entscheidet immer, wenn er Normen prüft, über Angelegenheiten, die politisch sind, manchmal auch über Angelegenheiten, die politisch sehr stark umstritten sind. Aber das heißt nicht, dass er selbst politisch entscheidet oder gar parteipolitisch. Es ist ein Wechselspiel zwischen Politik und Verfassungsgerichtshof, das die Regeln in vielen Bereichen unseres Lebens bestimmt und auch weiter bestimmen wird.